Bamua Kilsimakala zu Holstein Kiel, Sven Köhler zu Odensen BK und jetzt Omar Traoré zum 1. FC Heidenheim. Wir begrüßen dich, Omar, hier zum großen Abschiedsinterview bei den Notz Medien. Haben wir mit allen Säulen der Aufstiegsmannschaft gemacht, die den Verein jetzt verlassen. Du gehst in die Bundesliga und wir begrüßen dich hier an einem ganz besonderen Ort. Kannst du gleich gerne mal selber erzählen. Und zwar beim SV Rasensport an der Mercatorstraße, dort, wo auch für dich alles begonnen hat. Ne? Ja, ganz genau. Hallo erstmal und ich freue mich auch hier zu sein. Natürlich noch ein besonderer Ort für mich, hier bei meinem Heimatverein, wo, ja, wie du schon gesagt hast, alles begonnen hat für mich. Ich habe hier mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen beim SV Rasensport und ja, bin auch hier in der Gegend groß geworden. Meine Eltern wohnen immer noch zu Fuß, glaube ich, 5 Minuten hierhin und ja, mich hat es eigentlich einfach sehr gefreut, dass mein Weg sich, also zumindest heute, mein Weg mich wieder hierhin gebracht hat und ist immer ein besonderer Ort und es wird immer ein besonderer Ort für mich bleiben hier. Dein Papa, der verbindet sich ja auch ganz, ganz oft mit Fußball. Erzähl ruhig mal so ein bisschen, wie deine Familie auch aus ja, Togo-stämmig hier gelandet ist. Ne? Du bist ja selbst Deutsch-Togolese. Genau, ja, mein Vater ist 1990 nach Osnabrück gekommen. Also jetzt mittlerweile schon 33 Jahre. Und ja, oder meine Eltern quasi gleichzeitig. Und mein Bruder ist 94 geworden, ich 98. Und mein kleiner Bruder 2001. Und ja, mein Vater war dann schon sehr, sehr früh VfL-Fan. Oder ist es immer noch geblieben. Und das seit 30 Jahren. Und dadurch bin ich auch schnell dazu gekommen, als kleiner Junge oft ins Stadion zu gehen mit meinen Brüdern. Und habe dann hier durch einen Kumpel damals, der auch hier gespielt hat, dann angefangen, hier zu spielen. Ja, mein älterer Bruder hat damals direkt in der U8 oder U9 beim VfL angefangen. Ich habe dann hier angefangen und ja, aber der ist dann später nochmal hier gekommen. Ich bin dann zum VfL gewechselt und mein kleiner Bruder ist eigentlich auch den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Also hat hier angefangen und ist dann später zum VfL gegangen. Das heißt, ja, eine große Verbindung für uns. Wir sind alle hier in Osnabrück geboren. Wie ich schon oft betont habe. Und ja, dementsprechend eine besondere Sache. Nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Familie. Und eine besondere Geschichte, ja. Wie war das denn damals für dich, dann von hier zum VfL zu gehen? Haben die dich entdeckt als ja, auffälliger Junge, der da was kann am Ball? Oder wie lief das? Ja, kann man so sagen. Also ich habe damals, ich habe mit 4 angefangen und dann bin 10 Jahre hier gespielt, 14 dann hatte ich ein Angebot vom VfL. Christian Lichte war damals der Trainer da in der U15 und ja, hat mich dann davon überzeugt, da den Weg zu gehen. Gut, mein Bruder hatte da schon gespielt, deswegen war es für mich sowieso, ja, man will schon irgendwann auch selber in der Jugend spielen vom VfL. Und ja, dann habe ich auch nicht lange überlegt. Klar war es, dass ich hier mit meinen Freunden gespielt habe, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Aber ja, für mich war es schon so, ich will höher spielen in Osnabrück und in Osnabrück war natürlich oder ist immer noch der VfL die höchste Adresse und ja, dementsprechend bin ich dann in der U15 zum VfL gewechselt, damals noch mit einem Mitspieler vom SV Rasensport, der dann auch gleichzeitig dahin gewechselt ist und ja, so hat es dann alles begonnen. Dann hat man langsam gemerkt, okay, man kann vielleicht so ein bisschen ranriechen in das ja, Profibusiness, wobei ja da schon irgendwie der Großteil auch immer hängen bleibt. Du hast dich durchgesetzt, aber hast auch schon oft gesagt, der Weg war ja alles andere als einfach. Ne? Also jetzt kann man nicht sagen, dass es straight nach oben ging, sondern du musstest dich erst eine oder andere Mal durchbeißen. Braunschweig Bundesliga, klar, das war ein Schritt, aber dann ging es so ein bisschen in Wellen über den zweiten Weg nach oben. Ne? Hat dich das auch geprägt? Absolut, absolut geprägt. Also grundsätzlich war es hier für mich, wie glaube ich für viele Osnabrücker Jungs, die hier aufwachsen, der Traum, irgendwann mal Profi zu werden und beim VfL am besten. So, das war immer so die Grundlage für mich persönlich. Und ja, dann bin ich dann zum VfL gewechselt und bis dahin lief eigentlich auch alles gut beim VfL auch noch weiter. Braunschweig war dann, war es dann so, dass ich da auf die ersten ja, Widerstände quasi gestoßen bin, weil mein Weg bis hier in Osnabrück war nicht viel von Widerständen geprägt. Aber das war sehr, sehr wichtig und lehrreich für mich, für den weiteren Verlauf, dass ich da schon früh geprüft wurde. Mit 17 bin ich ausgezogen, ja, da Widerstände gekriegt und dann danach eine schwere Zeit gehabt, auch ohne Verein ein halbes Jahr. Und ja, da habe ich wirklich gelernt, geduldig zu bleiben, mehr Ehrgeiz zu entwickeln. Und das hat mich geprägt bis heute. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für meinen Weg. Ohne diese ja, Rückschläge hätte ich es so nicht geschafft. Aber ja,
Es ist gut verlaufen. Dann ging es aber wie so ein Muster weiter. Also in Rödinghausen war es jetzt auch nicht immer einfach. In Höhen und Tiefen. In Uerdingen natürlich auch. Und in, ja, jetzt beim VfL ist grundsätzlich eigentlich alles gut verlaufen. Aber jetzt auch nicht unbedingt einfach gestartet für mich. Und deswegen ja, ist es so gekommen. Aber ich bin sehr, sehr froh für alle. Also stolz darauf, auf den Weg. Und dass es auch so hin und her ging, glaube ich, ja, ist wichtig für mich gewesen, damit ich es noch mehr wertschätze jetzt am Ende. Mhm. Lass gerne ein bisschen entspannt auf die 2 Jahre VfL jetzt zurückschauen, die hinter uns liegen. Du hast gerade schon gesagt, der Start war alles andere als einfach. Das erste Spiel hast du bestimmt drauf angespielt, irgendwie ein paar Minuten gespielt, direkt mit Rot runter. Und es war ja damals auch eine Situation, wo keiner so richtig wusste, wo es hingeht. Ne? Du warst einer der Ersten, die gekommen sind, aber nach dem Abstieg lag der Verein ja schon am Boden. Irgendwie ist kein Trainer da, kein Sportdirektor da, keine Mannschaft da und irgendwie alle ein bisschen ratlos. Ne? Das hast du bestimmt auch gespürt. Absolut, absolut. Also die Gespräche für mich sind da schon sehr, sehr früh angefangen, wie du schon gesagt hast. Ich war auch der erste Neuzugang in der Zeit und mir war schon klar, dass es hier eine Situation ist, wo natürlich alles ja, schon ein bisschen Chaos ist, weil es keinen Sportdirektor zu der Zeit gab, keinen Trainer so wirklich und nach dem Abstieg ist es nie einfach, sich dann neu zu sortieren. Aber ja, ich glaube, das ist gut gelungen und ich habe mich bewusst auch dazu für diesen Schritt entschieden, auch wenn ich da auch andere Optionen hatte. Ja, ich wollte einfach diesen Weg wieder hierhin machen, weil ich schon so das Gefühl hatte, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es vielleicht für den weiteren Verlauf meiner Karriere schon bereut, einmal diese Chance gehabt zu haben und die dann nicht zu ergreifen. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, Julius Ohnesorge, den ich da schon rausnehmen will, der mich dann, ja, mit dem ich dann gute Gespräche hatte, mit dem Trainer Daniel Sterning auch. Und die mich dann sehr schnell überzeugt haben. Und ja, deswegen war es schon ein bewusster Schritt. Und jetzt 2 Jahre danach sage ich 100% der richtige Schritt für mich persönlich. Ja. Das erste Heimspiel muss ja echt ein Erlebnis gewesen sein, oder? Also Saarbrücken war dann auswärts, dann warst du gesperrt, dann hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, bis du dann. Ja, tatsächlich schon. Aber nach dem Saarbrücken-Spiel war es so, dass wir direkt danach im DFB-Pokal gespielt haben. Ach, stimmt ja. Mhm. Genau, das kam noch direkt danach. Da konntest du spielen gegen Werder, ne? Ja, da durfte ich zum Glück spielen. Ah ja, das waren schon viele Geschichten, die auf einmal kamen. So, ne? Dann in dem Spiel gegen Werder Bremen, wo du dann nach einer Woche vorher ja, eine rote Karte gekriegt hast, irgendwie dir dann auch ein bisschen Selbstdruck machst, weil klar, gegen Bremen kann man dann auch mal verlieren. Man muss aber irgendwie schon alles geben, damit du schon zeigen kannst, was du, also zeigen, ich wollte zeigen, was ich kann, so. Und in einer nicht einfachen Situation, dann eine besondere Situation auch nochmal gegen einen guten Freund zu spielen, mit dem Felix. Ja, genau, sind da viele Sachen auf mich zugekommen, in sehr schneller Zeit. Aber ja, es ist alles positiv ausgegangen. Wir haben das Spiel ja damals gewonnen und es war ein sehr besonderes Spiel. Alle unsere Freunde waren da im Stadion, meine Familie war auch da. Das ist ein Pflichtspiel für mich in der Heimat. Und ja, ich gucke da sehr, sehr gerne zurück auf diesen Moment. Und der bleibt auch für meine Erinnerung für mich. Ja. Mhm. Dann ging es eigentlich relativ lang recht gut, vor allem auch zu Beginn der Rückrunde in der letzten Spielzeit. Mhm. Bloß hinten raus hat dann so ein bisschen die Luft gefehlt, es vielleicht im letzten Jahr sogar schon zu schaffen. Ne? Ist das im Nachhinein was, wo du sagst, so, ah, ja, vielleicht auch notwendig gewesen, um diese Erfahrung mitzunehmen für dieses Jahr jetzt, weil ihr schon oder auch gerade du persönlich auch noch mal eine Schippe drauflegen konntest, was das Leistungsvermögen anbetrifft? Ja, absolut, kann man so sagen. Ich glaube, das, was uns im letzten Jahr gefehlt hat, hat uns dieses Jahr dann am Ende ausgemacht. Im letzten Jahr haben wir auch, ja, zum Schluss haben wir auch irgendwie noch mitgespielt, aber vielleicht haben da ein bisschen so die Körner gefehlt, auch die Erfahrung. Und die hatten wir dann dieses Jahr. Dieses Jahr war es nicht einfacher, vor allem mit der Hinrunde. Aber ich glaube, wir sind zum Schluss vor allem cool geblieben, so als Mannschaft. Und ja, dann wie es gekommen ist und so, ist natürlich wie im Bilderbuch. Aber das hat uns dann, glaube ich, oder mich persönlich dann auch ausgemacht, dass wir da cool geblieben sind, auf unsere Stärken vertraut haben. Und das hat sich dann am Ende ausgezahlt, ja. Wie schwer war es denn, cool zu bleiben? Also gerade in der Phase so im Herbst, so rund um das Elversberg-Spiel, wo dann zwischenzeitlich ja auch mal der Abstiegskampf durchaus offensiv ausgerufen worden ist. Also ich stelle mir das so vor, man scheitert knapp beim Aufstieg, denkt sich, ah, jetzt im nächsten Jahr packen wir es. Und dann 10 Spiele, 15 Spiele, eigentlich komplett Vollkatastrophe. Da kann man doch schon den Glauben mal verlieren. Ja, absolut.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, die Saison, in der letzten Saison ist ja alles passiert. Angefangen mit einem schlechten Start, dann ein Trainerwechsel, dann war es immer noch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Dann standen wir auf einmal, ich glaube, einen Punkt vorm Abstiegsplatz. So. Und da war schon viel Druck auf uns. Auf jeden persönlich auch. Ich glaube, wenn man aus der Stadt kommt hier, merkt man das alles immer noch mal doppelt und dreifach, wenn es gut läuft, aber auch wenn es schlecht läuft. Und das habe ich jetzt auch nicht vergessen, so diese Zeit. Ne? Und trotzdem, das, was danach gekommen ist, ich glaube, vor allem die lange Winterpause war da entscheidend für uns, dass der Trainer uns dann noch mehr seine Spielidee aufzwingen konnte, wir als Mannschaft uns noch mehr in Ruhe finden konnten. Und das, was dann passiert ist mit der Siegesserie, ich glaube 7, 8 Spiele dann ungeschlagen, das war dann auch der Grundstein. Ja, letztendlich am Ende, ja, mit den Spielen, wo man dann schon fast jede Woche dachte, es ist vorbei und dann hatten wir doch noch die Chance, das ist dann auch irgendwo die dritte Liga, so, dass es sehr, sehr eng ist. Klar, in allen drei Ligen war es jetzt am Ende sehr eng, aber das hatte ich in den letzten, ich habe ja 3 Jahre in der dritten Liga gespielt, schon oft gesehen, dass das nicht weit entfernt ist von den Mannschaften, also vom Leistungsniveau, dass jeder jeden schlagen kann. Das hat uns dann auf jeden Fall geholfen am Ende, dass da Dresden gegen Meppen verloren hat. Und ja, es war nicht einfach, cool zu bleiben, aber ich glaube, das ist alles einmalig diese Saison und das bleibt so. Ja, das gelungen ist es, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Dann habt ihr, glaube ich, irgendwann auch in der Rückrunde so dieses Selbstverständnis, von dem du gerade schon gesprochen hast, irgendwie bekommen. Ne? War vielleicht dann ganz cool, zurückzuschauen und zu sehen, okay, wir haben irgendwie die Missphase schon hinter uns, haben es dann halt auch geschafft. Und dann kommt man so ein bisschen so von hinten mit dem Schwung. Also wir hatten immer so den Eindruck, wenn wir euch beobachtet haben, auch in der ersten Saison, im ersten Saisondrittel schon, ey, klar, Mist jetzt, aber eigentlich ist da mehr drin. Und spürt man das auch als Spieler? Schon. Man hat seine eigenen Ansprüche als Spieler und als Verein, klar. Aber wenn man in einer Situation ist, wo man grundsätzlich quasi schon am Boden liegt und als Underdog dann reingeht, ist es schon so, dass man wenig zu verlieren hat. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht aufgestiegen wären in der Saison, hätten trotzdem alle gesagt, es war eine gute Saison. So, aber wir haben gesehen, es ist was mehr möglich. Und ja, dann haben wir uns irgendwann in den Flow reingespielt, wo es dann natürlich auch einfacher ist, wenn man von unten kommt, nach oben zu kommen. Als wenn man oben ist und dann vielleicht dann irgendwie eine große Erwartungshaltung hat und dann 1, 2 Niederlagen hat und dann ist das ganze Umfeld schon wieder so, ja, was ist denn los und sowas. Das hat uns geholfen, dass wir von unten gekommen sind, als Underdog quasi, nichts zu verlieren hatten, eigentlich nur mehr zu gewinnen hatten. Und ja, das war dann, das ist immer eine gute Ausgangsposition, glaube ich, so als Sportler, wenn man dann mehr zu gewinnen hat und ja. Das hat uns geholfen. Ja. Und dann kam dieses unglaubliche Finale, was dem ganzen Jahr dann die Krone aufgesetzt hat. Als der SV Meppen, der euch wieder zurück ins Spiel gebracht hat, auch Duisburg, habt die Dankesworte schon vielfältigerweise ausgerichtet. Ja. Und dann kommt dieses letzte Spiel, wo dann ein Gegner kommt, der auch noch mal alles rausknallt, sich wehrt bis mit allem, was er hat. Und eigentlich hat man ja in der 90. auf den Spielstand geguckt und es war schon vorbei. Du hast selber gesagt, du hast nur noch gebetet draußen an der Seitenlinie nach deiner Auswechslung. Genau. Also uns war natürlich vor dem Spiel bewusst, was gefragt ist. Also ein Sieg, am besten höher. Man hat oft in der Woche, ich persönlich habe oft gehört, ja, die Frage ist nur noch, wie hoch wir gewinnen und so. Aber jedem Spieler war klar, Dortmund 2 ist es nicht einfach. Weil zu dem Zeitpunkt hatten die, glaube ich, auch in den letzten 10 Spielen, glaube ich, nur eins verloren. Und zwar allen klar, dass es keine einfache Aufgabe wird. Und dann gehst du natürlich in so ein All-In-Spiel rein, so alles oder nichts. Und ja, in den ersten Minuten hat man schon so das Gefühl gehabt, boah, es wird nicht einfach. Die waren top motiviert, obwohl es ja, für die auch das letzte Spiel war und um gar nichts ging. Und ja, dann als wir das 1-0 gekriegt haben, kurz nach der Halbzeit, hat man natürlich bei jedem gemerkt, so Köpfe sind ein bisschen runtergegangen und so. Aber ja, ich war dann in der, glaube ich, 75. Minute, wo ich ausgewechselt. Ja, ich habe nur noch gebetet. Ich hatte aber tatsächlich trotzdem vielleicht 5 oder 10% Hoffnung, weil wir hatten viele Spiele in der Saison, wenn ich mich jetzt an das Zwickau-Spiel erinnere, wo wir das trotzdem am Ende noch gedreht haben und vor allem zu Hause. Aber ja, es waren dann 5 oder 10% Hoffnung und letztendlich war es dann so, dass ja, wir auf der Bank schon traurig waren, sauer. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie es
bei Wiesbaden stand. In der Halbzeit hat uns das keiner gesagt, aber auf der Bank dann in der 70. Minute kam Balu, also der Physio-Kicker, hat dann gezeigt, ja, die führen. Habe ich geguckt und gedacht, ja, irgendwas muss passieren. Irgendwas muss passieren auf jeden Fall. Dann war ja die 90. Minute. Ja, mit dem Linienrichter habe ich da auch die ganze Zeit nur Stress. Also die Bank war ja komplett heiß. So. Dann hat er 6 Minuten angezeigt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, es ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein paar Spiele gedreht. Dann habe ich gesehen, Bälle sind nach vorne geflogen. Irgendwie, man hat einfach nur gehofft, dass der Ball irgendwie reingeht. Dann war das Tor von Chance, wo dann nochmal Hoffnung gekommen ist. Und dann habe ich geguckt, 2 Minuten sind noch zu spielen. Einfach alles nach vorne. Ich war selber schon kaputt. Aber ja, da habe ich den letzten Ball gesehen von Maxwell, der nach vorne gekommen ist. Man hat quasi den Ball irgendwie reingeschrien. So, und ja, als der Ball dann reingegangen ist, war auf einmal bei mir auch wieder alle Kräfte waren da. Wir sind alle rübergerannt und das sind ja, Situationen, die man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergessen wird. So, so eine Situation, ich weiß noch, ich hatte auf einmal Lothar Ganz im Arm, der da eigentlich schon bereit war, ein Interview zu geben. Und, hat sich auch schon zurechtgelegt, wie er ja, es jetzt erklärt, dass es nicht gereicht ganz hat. Genau, ganz erzählt. Genau. Und ja, ich hatte danach auch nochmal mit Lothar Ganz gesprochen. Der meinte, sowas hat er selbst noch nicht hier erlebt. Und der ist ja schon, der war Spieler, Trainer, ja, Chef quasi irgendwann für den VfL. Und wenn jemand das so sagt, weiß man, wie das einzuordnen ist. Und bis jetzt ist, glaube ich, 6 Wochen später, aber trotzdem. So ganz realisiert wird man das, glaube ich, noch. Also ganz realisieren wird man das in Wochen, Monaten erst, so was da geleistet wurde, über die ganze Saison. Ja. Aber ja, da ist man stolz, dass man Teil des Teams war und das so miterlebt hat. Ja. Bestimmt cool, glaube ich, wenn man sich auch so ein paar Jahren mal alte Weggefährten dann wieder sieht, weil das ja schon ein Moment für die Ewigkeit ist, an den man sich dann wirklich erinnern kann. Ne? Ja, genau. Trainer hat es auch in den letzten Spielen gesagt, man wird sich oft an Momente erinnern. Und das ist natürlich so einer, wenn ich jetzt, glaube ich, jeden Spieler da aus dieser Aufstiegsmannschaft irgendwann mal wieder treffen wird, dann wird man immer direkt darüber sprechen und das direkt wieder vom Kopf haben und das ist, was am Ende bleibt. Die Emotionen, die Momente, an die man sich sehr, sehr gerne wieder erinnert. Ja. Lothar Ganz, du hast es gerade gesagt, war dann auch einer derjenigen, das hast du bei uns im Interview gesagt, dass die Kollegin Susanne Vetter geführt hat, der dann nach der Wechsel von dir nach Heidenheim bekannt geworden ist, dich angerufen hat und dir auch Glückwünsche ausgerichtet hat. Also obwohl er ja VfLer ist durch und durch, genau. Dann ja auch ein cooles Zeichen für dich, ne? Dass da eben das Statement kommt, ey, cool, wir haben jemanden in die Bundesliga gebracht, viel Glück. Ja, genau, also da habe ich mich riesig gefreut, ich habe mich über alle Glückwünsche gefreut, aber natürlich für als er mich angerufen hat, war das natürlich schon ein sehr, sehr großes Zeichen für mich. Jemand, der hier den Verein in- und auswendig kennt, viel, ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich alle Funktionen hier durchlebt hat. Wenn dich dann so jemand anruft und sagt, dich beglückwünscht zu so einem Schritt, macht das natürlich auch was mit dir. Und ja, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis, obwohl er jetzt eigentlich gar nicht mehr im Verein tätig ist, aber er hat mir da auch immer gute Tipps gegeben. Und ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Hat dann auch so ein bisschen natürlich wertgeschätzt, was ich geleistet habe. Und ja, er meinte zu mir auch, viel Glück, das ist eine einmalige Chance. Und das ist deine Heimat, das wird immer deine Heimat bleiben. Du kannst immer sehr, sehr gerne zurückkommen. Und ja, das habe ich dankend angenommen und ihnen auch alles Gute gewünscht. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Ja. Mhm. Du gehst jetzt hier gleich noch auf den Radplatz bei Raspo, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Ich wurde eingeladen von meinem Spielerpaten, der hier tatsächlich Trainer ist in der E-Jugend. Und für die ist das das letzte Training heute. Für mich ist es der letzte Tag hier in Osnabrück. Und ich war auch vorhin noch in meiner alten Schule, wo auch mein alter Lehrer, großer VfL-Fan ist. Hat mich Welche Schule war das? Graf Stauffenberg-Gymnasium. Genau, und für mich ist es jetzt so, dass sich ein großer Kreis schließt. Deswegen habe ich ihm dazu gesagt, will auch noch ein bisschen mit den kleinen Kids kicken, so wie ich es früher eigentlich auch war hier. Und deswegen ist es eine besondere Sache für mich, hier nochmal hinzukommen. Und dann geht es ab morgen in ein neues Kapitel für mich und eine neue Reise, wo ich mich sehr drauf freue, aber natürlich mit einem weinenden, aber auch lachenden Auge gehe. Und ja, das sind so.
Das ist das, was ich gleich noch machen werde, genau. Wir danken dir, wünschen dir, wie gesagt, viel Erfolg, bleib gesund. Das Danke. Ist immer das Allerwichtigste im Leben. Dann die Voraussetzung dafür, dass man die Ziele erreichen kann, die du dir wünschst. Dafür wünschen wir dir alles Gute und genau das. Wenn sich die Wege wieder kreuzen, als Gegner oder vielleicht wieder im Trikot. Genau. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt und sind gespannt drauf. Vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. Danke, Danke dir. Ciao.